Servus, hallo und willkommen zurück zu Golden Sun Part 49. Im letzten Part haben wir den zweiten Teil von Colosso geschafft und sind jetzt im dritten und letzten Teil. Unsere Freunde sind schon positioniert und ich werde gefragt, Isaac, hast du dich gut umgesehen? Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns zurückgehen. So, aber jetzt dürfen wir wieder alleine laufen. Schummelpause! Wir könnten ja hier den Stein irgendwie anders hinstellen. Die Frage ist nur, wie? Wie bringt's mir denn was? So? Ja, ich hoff's doch. Hier bringt's mir nichts, da kann ich nichts machen. Und auch da kann ich eigentlich nicht viel ausrichten, wenn ich das gerade mir so angucke. Mm-mm. Ah, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Okay, verstanden. Das dritte Spiel. 3, 2, 1, los! Das müssen wir da runterschieben. Schnell, 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 schnell. Bloß keine Müdigkeit verschützen. Das, wie hieß das nochmal? Die Waage der Gerechtigkeit? Unser Kontrahent ist wieder schneller als wir. Trotzdem sammle ich mir das hier auf. Ah, komm schon. Eine Rauchbombe. Okay. Schön, das bringt mir gerade überhaupt nichts. Wobei, doch, so komme ich schneller vorwärts. Das ist ja cool. Komm, komm, komm. Nein! Ah, nein! Jetzt war ich doch ein bisschen zu vorschnell. Ah, ich glaube, auch die Runde kann ich nicht für mich entscheiden. So, ja, dann kann ich aber auch das andere Zeug gleich schon mal mitnehmen. Wir haben eine Nuss. Und hier setzen wir einfach mal Wachstum ein. Und sparen uns so den ganzen Weg. Genauso. Was hätte ich hier zum Beispiel machen sollen? So, bevor ich das weiterschiebe, muss ich das hier runterschieben. Dass das runterfällt. Ah, er scheint zurückgeworfen zu sein. Unser Kontrahent. Komm, 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 komm. Und schieb das weg. Ja, es handelt sich hier wieder nur um ein paar Sekunden, aber was soll's. Oh, es ist tatsächlich eine Wampa. Diesmal setze ich sie richtig ein. Gegnerische Schnelligkeit. Nein, das will ich auch nicht. Ja, machen wir das doch mal. Jetzt gibt's Saures, Freund. Eigentlich kann ich nur die ganze Zeit Ragnarök anwählen, oder? Ragnarök und Heilung. So schwer sind die Kämpfe gar nicht. Ich würde fast schon behaupten, sie sind langweilig. Aber so weit wollen wir ja nicht gehen. Nicht bei Colosso. Eine Rauchbombe, wir sind getäuscht. Aber wir treffen mit Ragnarök trotzdem voll ins Schwarze. Und wir sollten uns jetzt auch endlich mal langsam heilen. So, was war denn das? Belebt einen besiegten Freund? Das wollen wir nicht. Wir haben keine Freunde. Und nochmal Heilung hinterher, bitte. Okay, ich glaube, wir müssen es anders anstellen. Wir werden mal ein Item einsetzen, und zwar die Nuss. Hey, Nachmacher! Egal, den Schaden holen wir auf jeden Fall wieder aus ihm raus. Was? Nur 55? Warum nur 55? Weil meine Attacke nicht mehr so stark ist? Ja, tatsächlich. Okay, dann müssen wir wohl ein paar Djinns einsetzen. Moment. Wo ist denn eigentlich... Ich glaube, mir fehlt ein Djinn, kann das sein? Erdbarriere, senkt gegnerische Schnelligkeit...
War das Knospe anfangs? Greift Gegner an und stiehlt... Nee. Probieren wir das mal. Ob er ihn dann tatsächlich festhält. Ob er sich danach nicht mehr bewegen kann. Ja, Nivumba ist bewegungsunfähig. Dann haben wir jetzt freie Hand. Die Frage ist nur, wie lange? Eine Schlafbombe. Oh, das ist natürlich sehr gefährlich. Wenn ich hier einpenne, dann kann ich den Zuschauern nichts mehr bieten. Er ist auch nur am Schützen. Ich glaube, er hat vor, dass wir unsere PP komplett verbrauchen und dann sollen wir zusehen, wie wir klarkommen. Aber ich würde sagen, noch so 2-3 Angriffe höchstens, dann müsste er eigentlich auch besiegt sein. Hm, Bullshit, es ist nur noch ein Angriff. Isaac! 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 Isaac, du kannst doch hier nicht pennen, Mann! Steh auf, was sollen die Leute von dir denken? Isaac! Isaac! Der pennt tatsächlich! Ist das cool! Der Spinner! Isaac ist eingeschlafen. Er muss total erschöpft sein. Lassen wir ihn einfach schlafen. Hä? Das war alles nur ein Traum. Colosso war nur ein Traum. Isaac! Was? Du bist wieder wach. Colosso? Das ist schon lange vorbei. Du hast so tief und fest geschlafen, erinnerst du dich nicht? Doch, klar. Ist doch erst 5 Minuten her, Mann. Schön langsam. Du warst völlig weggetreten. Du erinnerst dich an nichts. Ja, super. Garrett redet uns jetzt einfach ins Gewissen. Du kannst dich ja gar nichts erinnern. Du bist doof. Ja, so auf die Art. Es tut mir leid, dass ich dich so angekeift habe. Genau, entschuldige dich schön. Sonst kriegst du hier Ragnarök ins Gesicht. Du hast dich bis zum Schluss durchgehalten, Isaac. Barbie hat überall deinen Triumph verkünden lassen. Geht es dir jetzt besser? Sind Körper und Geist wieder bei uns? Nach diesem langen Schlaf sollte es ihm auch gut gehen. Es tut mir leid, dass ich dich schon wieder angeschrien habe. Kein Problem, kriegst du ihm nochmal Ragnarök ins Gesicht. Barbie sagte, er wollte dich sehen, sobald du wieder zu dir gekommen bist. Wenn du dich besser fühlst, lass uns zu Barbie gehen. Du bist doch in Ordnung, oder, Isaac? Naja. Ich mache mir darüber Sorgen, weil, oder? Doch, darüber Sorgen? Sagt man darüber Sorgen? Es heißt doch, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir darüber Sorgen, was Barbie von dir will. Lass uns gehen. Trag mich! Du bist dir sicher, dass du so schnell wieder aufstehen willst? Es geht ihm gut. Er will nicht den ganzen Tag im Bett vergeuden. Sag mal, ich kann allein für mich reden, im wahrsten Sinne des Wortes. Na gut, dann lass uns zu Barbie gehen. Barbie ist... Lasst mich überlegen, hier in der Mitte. Aber zuerst muss ich nach oben. Ich sagte nach oben. Genau, hier haben wir Jodem getroffen, haben ihn belauscht bei seinem Gespräch. Ich habe auf dich und deine Freunde gewartet, Isaac. Ich habe hier gewartet, weil ich mit dir reden muss. Es lässt sich nicht so gut sprechen, da du, wenn du so weit wegstehst. Komm hierher. Ich trau mich nicht. Die Kämpfe bei Colosso waren spektakulär. Es war äußerst befriedigend zu sehen, wie Barbies Favorit den anderen die Show gestohlen hat. Jodem, bring ihm die Siegerprämie. Jawohl, Sir, sofort. Isaac erhält Köderkappe. Was ist denn das? Übrigens, Isaac, geht es dir jetzt besser? Ja, schon viel besser. Ah, die selbstheilenden Kräfte der Jugend. Und das nach einem so schweren Kampf.
Wer hätte von den Kriegern, die mich gerettet haben, schon weniger erwartet? Genug der Schmeichelei, kommen wir zum Punkt. Warum wurden wir gerufen? Welch Unverschämtheit! Was erlaubst du dir, so mit Barbie zu sprechen? Lass nur, Jodem. Richte nicht zu voreilig. Wie sagtest du, wirst du genannt? Er spricht mit dir, Garrett. Hä? Genau, Garrett. Wir werden alles erklären. Wir haben beabsichtigt, dir und deinen Freunden für die Rettung Barbies zu danken. Hm? Aber es scheint, als wäre Dankbarkeit nicht genug. Ich habe Jodem über alles unterrichtet. Was meint ihr mit alles? Ihr wünscht doch, mehr über Lumaria zu erfahren, oder? Ja, bitte. Lemuria meine ich, Entschuldigung. Ja, in der Tat, euer Verlangen strahlt so hell wie der junge Tag. Ich habe zum ersten Mal Psi-Energie gesehen. Es ist eine unfassbare Kraft. Ich habe meinen Tarnball benutzt, um ihm Psi-Energie zu demonstrieren. Ein Tarnball, interessant. Niemand sonst konnte es sehen, aber ich wusste, dass während des Turniers etwas Eigenartiges von Isaac ausging. Es war ungewöhnlich, dass ein solcher Kraft im Kampf eingesetzt würde. Das muss dir nicht peinlich sein, Isaac. Auch Psi-Energie ist die Kraft eines Kriegers. Ich war schockiert, als ich zum ersten Mal von euren Kräften erfuhr. Ich dachte, ihr werdet Lemurianer. Ihr habt nun Lemuria schon mehrmals erwähnt, Barbie. Was genau ist es? Es ist die Stadt einer uralten Zivilisation, weit draußen auf der See. Oh Gott, nicht schon wieder Wasser. Vor vielen Jahren, etwa zur Zeit der großen Flut, reiste Barbie nach Lemuria. Ich verstehe. Nein, tust du nicht, Garrett. Die große Flut ereignete sich, als ich mit Lumpa unterwegs war. Lumpa? Ihr meint Lumpa, den Dieb? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, denn das alles geschah vor Hunderten von Jahren. Wollt ihr sagen, die Gerüchte über euch sind wahr? Creighton erwähnte einst den Stein der Weisen. Glaubst du, es hat damit zu tun? Boah, Gary, ich hab keinen Plan. Ich denke ja. Der Stein, der Unsterblichkeit verleiht, kommt also aus Lemuria? Ihr wisst also auch vom Stein der Weisen. Ich befürchte aber, dass ich ihn nicht habe. Es ist der lemurianische Trank, der mich so lange leben ließ. Der lemurianische Trank? Es ist ein magischer Trank, den einst die Bewohner von Lemuria zu sich nahmen. Und allein sein Genuss stoppt den Alterungsprozess? Kann er das bewirken? Präziser gesagt, verlangsamt er den Alterungsprozess. In Lemuria ist der Tod sehr wohl bekannt. Doch besucht er nur jene, deren Sinne nach Jahrhunderten der Nutzung versagen. Benutze das Volk von Lemuria Psi-Energie, so wie wir es tun? Ihr habt diesen Trank, Barbie, daher könnt ihr so lange leben. Und reich genug werden, um Tolby zu regieren. Worauf willst du hinaus? Worin liegt die Absicht, jeden die Alchemie studieren zu lassen? So langsam frage ich mich das auch. Was hofft ihr zu erreichen, Barbie? Aha, hätte ich wahre Unsterblichkeit erlangt, gäbe es keinen Grund für diese Forschungen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Ich hatte diesen kostbaren Trank, doch langsam geht er mir aus. Ihr habt es alle gesehen, es war nur noch wenig davon in der Höhle. Wie lange reicht er noch und was geschieht, wenn er aufgebraucht ist? Er kann jeden Tag zu Ende gehen, dann habe ich auch an mein Leben ein Ende. Warum habt ihr das... Okay, nochmal. Warum habt ihr uns das nicht früher gesagt, Mann? Dann hätte ich vielleicht den Platz schon mal eingenommen als Herrscher. Wir müssen so schnell wie möglich nach Lemuria. Es ist sinnlos.
Was in aller Welt meint ihr mit sinnlos? Wir können Lemuria nicht finden. Aber ihr sagtet doch eben, es läge weit draußen auf der See. Hm? Wenn wir das Meer absuchen, werden wir es sicher finden. Ich habe schon so viele Schiffe auf der Suche nach Lemuria geschickt. Das muss gewesen sein, lange bevor ich bei euch war. Dann habt ihr versagt. Dennoch habt ihr versagt. Ich brauchte mehr von dem lemurianischen Trank, aber ich konnte Lemuria nicht finden. Warum hattet ihr den Zusammenbruch in der Höhle, wenn ihr doch nicht genug von dem Trank hattet? Ich habe ihn rationiert, aber diesmal habe ich zu viel Zeit zwischen den Einnahmen verstreichen lassen. Ich habe versucht, ihn länger zu bewahren. Ich habe mich so bemüht, Lemuria zu finden, bevor der Trank ausgeht. Und der Grund, warum ihr uns sprechen wollt, hat mit Lemuria zu tun? Genau. Ich will, dass ihr Lemuria findet. Ich kann Lemuria nicht vom Wasser aus finden, vielleicht aber von der Luft aus. Hä? Ich kann es nicht länger verbergen. Ich lasse den Leuchtturm errichten, um nach Lemuria Ausschau zu halten. Wie? Aus diesem Grund lasst ihr den Leuchtturm bauen? Nein, das ist noch nicht alles. Wir haben im Ozean südöstlich des Leuchtturms etwas erspäht. Genau an der Stelle, an der wir Lemuria vermuteten. Ohne Zweifel etwas Gefährliches. Was ist es? Etwa Monster? Mit denen können wir schon fertig werden. Das mag schon sein. Wie auch immer, da ist etwas, was mir größere Sorgen bereitet. Und was das ist, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!